Es dreht sich um die Gedenkstätte Waldniel-Hosslott, um die Geschichte der Anstalt und um das Schicksal der Behinderten, die dort zu Tode gekommen sind. Die neu gestaltete Gedenkstätte ist für mich so großartig, dass ich meine, dass ganz viele Leute davon Kenntnis haben sollten und hier hinkommen sollten. Es kann einen Anstoß geben, hier, wenn man hier ist, über das eigene Handeln nachzudenken. Aber da muss man sich ein wenig mit dem Schicksal der einzelnen Personen auseinandersetzen, damit die schrecklichen Geschichten Farbe bekommen, lebendig werden. Der Sinn von Gedenkstätte kann sein, zu erinnern an die Verstorbenen, an die Ermordeten. Der Sinn der Gedenkstätte kann sein, die Menschen anzustoßen, nachzudenken, wie sie sich entschieden hätten in den kritischen Situationen damals.